Als persönliche Tipps kann ich auf jeden Fall mitgeben, ihr könnt aus vielen Obst- und Gemüsesorten einfach auch noch leckere Sachen zu Hause kochen. Sowohl Chutneys als auch Gemüsebrühe zum Beispiel, die sich super lange hält. Viele Produkte kann man auch einfach in der Gefriertruhe aufbewahren, statt aus dem Kühlschrank zu nehmen. Zum Beispiel Streukäse, der hält sich auch super in der Gefriertruhe und kann auch so immer verwendet werden. Außerdem würde ich vorschlagen, ihr guckt mal im Supermarkt nach losen Bananen, denn die losen Bananen werden am Ende des Tages weggeworfen. Und wie ihr wisst, jedes Lebensmittel, was gerettet wird, trägt zu einer positiven Welt bei und eben auch zu unserem Klimaschutz.